In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Bildausschnitte freistellen kann mit der magnetischen Schere. Dazu habe ich folgendes Bild ausgewählt. Dieser Eisvogel soll jetzt freigestellt werden, also vom Hintergrund befreit. Dazu wählen wir das Werkzeug magnetische Schere und arbeiten uns an einer markanten Linie entlang. Umso kleiner du die Abstände machst, umso genauer wird deine Auswahl und umso mehr sich natürlich die Hintergrundfarbe von der Objektfarbe unterscheidet, umso genauer kann auch der Computer rechnen. Diese Auswahl funktioniert schon sehr gut. Ich nehme diesen Baumstumpf mit dazu. So, dann bestätige ich meine Auswahl mit Enter. Wenn ich jetzt ganz genau diese Auswahl anschaue, dann sehe ich, dass ich hier noch ein paar Korrekturen vornehmen kann. Dazu vergrößere ich mir mal das Bild und schaue mir hier nochmal diesen Rand genau an. Ich habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Freihandauswahl zu der bestehenden Auswahl etwas hinzuzufügen oder abzuziehen. Das Ganze kann man unter den Einstellungen sehen. Ich nehme jetzt einmal von der Auswahl abziehen und arbeite von außen, zum Beispiel hier oben am Schnabel, noch ein Stück von meiner Auswahl weg. Indem ich jetzt mit Enter bestätige, wird dann diese Korrektur durchgeführt. Auch hier am Hals gehe ich nochmal entlang, bestätige mit Enter. Und so kann ich meine Auswahl Stück für Stück nacharbeiten. Wenn jetzt etwas zur Auswahl hinzugefügt werden soll, wähle ich diese Einstellungsmöglichkeit beim Modus zur aktuellen Auswahl hinzufügen und arbeite von innen nach außen. Wieder Enter. Das gleiche mache ich hier auch nochmal. Am Rücken kann ich auch noch etwas zur Auswahl hinzufügen. Jetzt bin ich eigentlich mit meiner Arbeit schon zufrieden. Das heißt, ich verkleinere meinen Bildausschnitt wieder auf 50%, stelle jetzt ein Alpha-Kanal hinzufügen mit der rechten Maustaste, wähle bei Auswahl invertieren, so dass jetzt dann nicht mehr der Vogel, sondern der Hintergrund ausgewählt ist. Und wenn ich jetzt die Entfernen-Taste drücke, wird der Hintergrund entfernt und nur noch mein Eisvogel bleibt in meinem Bild erhalten. Mit Auswahl nichts, hebe ich die Auswahl auf und ihr seht, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der eigenen Umsetzung.